Das vorerst letzte Heimspiel im Profifußball für den MSV Duisburg. Zu Gast Erzgebirge Aue, für die geht es noch um Rang 4. Sie wollen über die Liga in den DFB-Pokal. Die Zebras wollen sich mit Respekt verabschieden. Ganz viel Häme, ganz komische Stimmung, aber 11.000 Fans, die für die Zebras da sind, in guten wie in schlechten Zeiten. Liebe erträgt alles, das ist das Motto, was sich die Fans aufs Revers geheftet haben. Von Beginn an war es alles andere als ein Sommerkick. Die Gäste aus Aue mit dem ersten Fauxpas und der Einladung Numero Uno. Esswein mit dem Abschluss. 17. Spielminute. Den kann man auch mal reinmachen. Entscheidet sich dafür das Umkurven und den Abschluss mit der linken Seite. Jetzt war aber auch das Erzgebirge da. 2 Minuten später. Kam oft über die linke Seite. Pepic, tolle Flanke. Guter Kopfball von Steffen Meuer. Wurde dann noch ein bisschen in Bedrängnis genommen. Konnte nicht total frei abschließen. Dafür war es gar nicht schlecht. Danach wurde Aue immer stärker. Wir gehen in die 43. Spielminute. Erster Abschluss nach Eckball Stefaniak. Auch der zweite Ball jetzt immer bei den Gästen. Und das hier ist einfach nur fantastisch. 1-0, Jean Seitz, 43. Spielminute. 4. Saisontreffer für den Offensivmann. Aber diese Vorlage von Boris Taschi, ehemaliger Duisburger, zum Zungeschnalzen. 8. Scorerpunkt für den 30-Jährigen. 4 Tore selber noch erzielt. Die Lebensversicherung bei Erzgebirge Aue. Uwe Schubert, der Interimscoach, überhaupt nicht zufrieden. Er will jetzt, dass seine Mann noch mal was zeigen beim Abschied an der Wedau. 57. Spielminute. Toller Ball 1, toller Ball 2. Ausgleich. Esswein. Genauso wollten sie spielen, haben ein bisschen umgestellt. Köter wurde geschickt. Wunderbar. Mit Schärfe rein und Esswein. Mit Frust und Power zum 1:1. War so ein bisschen der Beginn einer wilden Phase. 4 Minuten später, Freistoß Stefaniak, der kann das, der kann das. Und wie? Die Führung, die erneute für Erzgebirge Aue. 6 Mann in der Mauer, Maximilian Braune muss da schon sein Torwart-Eck dicht machen. Hier kommt er aber überhaupt nicht ran. 8. Saisontreffer für Stefaniak. Jetzt waren sie wieder auf und davon mit Blick in Richtung Platz 4, DFB-Pokal. Aber die Duisburger haben sich da nicht abschütteln lassen. 3 Minuten später, Pass zu Kölle und der Pfiff von Schiedsrichter Assad Nohum. Es gab den Strafstoß. Aue wollte es nicht wahrhaben, aber wenn man mal hinschaut, Kontakt ist da gegen Kölle. Das Ganze auch im Strafraum. Den kann man geben, muss man nicht geben. Der Schiedsrichter hat sich aber für Elfmeter entschieden. Engin übernimmt Verantwortung, verlädt Mendel. 2:2, so viel zum sportlichen Geschehen. Ahmed Engin eiskalt vom Punkt. Die Stimmung eigentlich zu dem Zeitpunkt gut für ein letztes, vorerst letztes Heimspiel im Profifußball, bevor man den Gang antritt in die Regionalliga. Das wurde nur kurze Zeit später dann aber ganz anders. Vermummte etwa 40, 50 in Anführungszeichen Fans stürmten den Innenraum. Ordnerketten kamen, es wurden Brandbomben geworfen, Menschen bespuckt, mit Gegenständen beworfen. Die Hundertschaft musste anrücken. Es waren grausame Szenen in der MSV-Arena. Über Fußball wollte keiner mehr sprechen. Gewalt gehört nicht zum Sport und da stehe ich auch zu. Aber ich konnte nur dahin gehen, den Jungs sagen, dass sie ruhig bleiben sollen. Alles andere wird sich jetzt zeigen. Das war jetzt dann so weit, dass die Polizei gesagt hat, es kann gespielt werden. Dann hat der Schiedsrichter entschieden, es wird gespielt. Ich sag mal, es gibt ja einen formellen Akt des Zuendespielens. Der ist vielleicht dann auch okay, das muss dann so gemacht werden, aber rein emotional und für den Fußballsport hat das heute halt gar nichts zu tun. Das letzte Heimspiel, es war zum Ende kein schönes. Der MSV Duisburg verabschiedet sich. Alles andere als gut. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.